Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Dinkem. Ich glaube, für die Aufnahmesession heute wird das die letzte Folge. Mir ist einfach zu warm. Building the town, one building at a time. Hey, das heißt, das Gebäude ist fertig. Nice. Und die Fläche ist frei. Sehr schön. Das heißt, ab morgen kann da wahrscheinlich wer Neues hin. Okay, da ist der Eingang. Achso, der macht wahrscheinlich erst um 8 auf, ne? Ich dachte gerade, hier fliegt irgendwas, weil hier so Schatten halt lang gehen, aber das ist in Wirklichkeit der Rauch vom Feuer, der bis hier einen Schatten wirft. Crazy. Warum ist hier so ein grünes D dran? Also ja, das ist die Währung Dinkem, schon klar, aber... Also ja, okay, das Währungszeichen für den Shop ist schon okay, kann man so machen. Was machen wir denn heute überhaupt? Ich müsste mal irgendwie eine Hacke craften oder so, ne? Dass wir mal irgendwie... Wir müssen, glaube ich, erstmal warten, bis der Laden aufmacht. Ich würde gerne ein bisschen so mit Feldwirtschaft demnächst mal anfangen. Wenn eine Diät. Ohne Simple Animal Trap können wir nicht machen, weil wir keine Mangroven Sticks haben. Ist die Single-Use? Also brauche ich da jedes Mal für den Käfig eine Tinbar? Oder ist sie... Ich weiß nicht, ob sich die mehrfach nutzen lässt. Wenn sich die nur einfach nutzen lässt, lohnt es, glaube ich, gar nicht. Hierfür brauchen wir... Oh, das können wir, glaube ich, sogar machen, oder? Gumwood Planks, Palmwood Planks müssten wir jeweils 10 haben. Nägel und Tinbar. Das müsste halt voll machbar sein. Können wir ein Boot bauen. So. 10 davon. 10 davon. Schade, dass man das im Inventar nicht mehr sieht. 2 Tinbars, 4 Nägel. Ja, wir haben genau 4 Nägel. Ne. So. I'm on a boat. Noch nicht, aber gleich. Boot. Row, row, row your boat gently down the stream. Wo ist denn das jetzt? Also, das Holz können wir natürlich auch nochmal in die Kiste packen. Da würden wir, glaube ich, über kurz oder lang mit einer Kiste auch nicht auskommen. Und wir können mal oben ein bisschen Hardwood einpflanzen. Na, komm schon. Das dahin. Und pflanzen. Und droppen. Hätte ich jetzt auf einen anderen Slot legen sollen. Egal. Wette, in 2-3 Stunden Spielzeit oder so stehen mir die Dinge einfach im Weg. Aber sei es drum. So, dann sind wir den Kram los. Springen wir elegant über den Ofen. Hast du deinen Laden inzwischen offen? Yes. By Furnace. Stone Grinder. Barbecue. Okay, Barbecue ist alt. Table Saw kennen wir. Was ist das? Wheelbarrow. Das ist eine Schubkarre. Okay. Was ist das? Eine Fackel. Aber eine elektrische, wenn ich das richtig sehe. Können Kupferbarren kaufen. Okay, für 2000. Mind Pass. Metal Detector. Ich weiß, wir brauchen bestimmt eine Mining License, oder? 100 Pro. Und wir können Bananen und Bushlimes kaufen. Voll gut. Ja, ich hätte, glaube ich, gerne den Stone Grinder. Was kostet denn der? Früher oder später brauchen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Aber das ist halt auch kein Simple Furnace, das ist schon ein richtiger Furnace, ne? Der haut wahrscheinlich ein bisschen mehr raus. Es wäre total gut, wenn man die Preise besser lesen könnte.
Also, das sind schon 30.000, ne? Für die Schubkarre. Ja, nee, hätte ich die Fackel gerne? Weiß ich nicht. Also die Lampe brauchen wir bestimmt in der Mine. Oh, was ist das hier? Das ist einfach nur Deko, ja? Da machen wir gar nichts dran. Okay, John. Hi. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Nämlich den Stone Grinder. Nein, Quatsch. Nämlich gerne kurz diese Sachen. Ja, ist jetzt nicht viel, das ist klar. Aber es passt schon. Dann würde ich ganz gerne den Stone Grinder mal irgendwo... Der kann mal hier hin. Dann würde ich mal gucken, ob ich vielleicht... Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber warum habe ich die da oben hingetan? Ob wir die Shiny Stones in den Stone Grinder geben können. Gucken, ob da was Sinnvolles bei rauskommt. Gucken, wie lange das dauert vor allem. Ah, Tin Ore. Okay. Aber der ist noch gar nicht fertig. Okay, Kupfererz. Kommen aus einem Shiny Stone jetzt einfach so drei Erze raus. Nice. Finde ich richtig gut. Boot. Oh Gott. Oh Gott, das fährt sich super weird. Okay. Oh, da war ein ganz guten Speed, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nichts groß vor, aber wir sind damit auf jeden Fall... Können wir vom Boot aus angeln? Wir können auf dem Boot stehen und angeln. Nur dann wieder in die Drive Position zu kommen, ist schwierig. Okay. Ich würde mal gern zu der Insel darüber. Das ist so mein Plan. Keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form sinnvoll ist. Wahrscheinlich nicht. Ganz schön weit weg. Weiter als ich dachte. So, kann ich damit einfach so auf Land holzen? Ah jo, kann ich. Kann ich das jetzt eigentlich auch wieder einpacken? Ich hätte wahrscheinlich nicht so weit auf Land holzen sollen, ne? Aber wir kommen schon wieder ins Wasser, auf jeden Fall. Das dauert halt nur ewig. Ja gut. Okay, hier ist einfach große Muschelparade. Finde ich okay. Weiß nicht, ob sich das lohnt, aber kann man ja mal mitnehmen. Käfer. Danke. So, dann haben wir doch... Na komm schon, die Runde hier gleich rum. Erstmal weitestgehend alles an Muscheln eingesammelt, was da ist. Was gibt's hier in der Mitte so? Nix wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist, Hardwood gibt's hier. Hartholz kann man mal mitnehmen. Oh Gott. Okay. Ich hätte erwartet, dass mich Bienen angreifen. Oh, kann ich eigentlich so aus dem Menü irgendwie das Ding hier wegmachen? Das können wir nur im Crafting Table, ne? Ja, schade.
Ja gut, kleinen Ausflug hierhin gemacht, alles klar. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier wieder runterkommen. Oh goodness. Was sind eigentlich meine andere Daily Quest noch? Smash Four Rocks, okay, das kriege ich hin. Halt, falsche Richtung. Kann ich einfach drehen und dann direkt vorwärts fahren? Geht das schneller? Wahrscheinlich nicht. Wenige Stunden später. Ja, vorwärts geht viel schneller als rückwärts, okay. Nein, da ist noch eine Muschel. Naja, schade. Warum? Ich wollte doch nur dem Hai ausweichen. Warum fahre ich denn dann direkt auf die Insel? Das war so nicht nötig. Aber wenn wir schon mal da sind, kann ich halt auch all diese Muscheln mitnehmen. Außerdem müssen wir Rocks smashen. Wo sind die Pickaxe? Hier. Was liegt denn da drunter? Ich kann das nur hochheben. Ich kann das nicht einstecken. Okay. Sehr mysteriös. Kann man bestimmt noch was mitmachen, aber wahrscheinlich im Moment noch nicht. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir die Flussmündung wieder treffen. Das sieht doch ganz gut aus. Im Gegensatz zum Anlegen ging das deutlich besser als gedacht. Kann ich das Boot nicht auch irgendwie... Ich kann das doch bestimmt auch wieder einsammeln, oder? Muss ich doch auch irgendwie wieder mein Inventar kriegen. Wie weit muss ich da eigentlich noch? Fast da. Man sieht es jetzt auch tatsächlich auf der Map. So, kann ich das nicht irgendwie... Kann ich hier nicht Pickup machen? Tatsächlich nicht. Gut, dann lasse ich das einfach mal da und hoffe, dass es da bleibt. So, Shiny Stones, Opening Grinder. Ah, da kann auch immer nur einer rein, ne? Naja. Solange der Shop noch offen hat... Gehen wir mal mit John sprechen. Chatten außerdem mal mit ihm. Brauche irgendwas? Harlequin Butterfly in the Tropics. Mal gucken. Probieren kann man es ja. Wir haben ja noch ein bisschen. So, außerdem würde ich gerne all diese Muscheln verkaufen. Das sind Steine. So, diese sechs Muscheltypen und diese Insekten. Ja, gut, die Spinne ist genau genommen kein Insekt, aber okay. Das sieht gut aus, oder? Hier unten sind noch Muscheln. Das ist super wenig. Also, lass mich mal kurz gucken. Was davon die Funnel-Web-Spider bringt? Die bringt schon 1000, okay. Was bringt der andere? Was bringt das Vieh? Das ist relativ häufig, ne? Okay, das heißt, die Muscheln bringen jetzt halt zusammen so 300? Das heißt, die ganzen Muscheln bringen halt einfach gar nichts, ja? Okay, 444. Cool, Muscheln sammeln lohnt sich halt einfach legit nicht, solange wir es nicht als Tagesquest haben, gut zu wissen. Wir müssen noch Steine kaputt hauen. Steine waren hier im Norden irgendwo da.
Außerdem ist die Pickaxe gleich kaputt. Mal gucken, dass wir die nicht ganz kaputt machen. Damit wir die einfach nochmal verkaufen können. Na komm. Okay, das war eine schwere Geburt. Ja, ich würde gerne nochmal was verkaufen. Ich weiß, habe ich gerade schon dreimal, aber es hilft ja nichts hier. Ich würde gerne diese Pickaxe loswerden. Für 600, danke. Und dann würde ich gerne eine neue Pickaxe kaufen. Für 1200. Danke, schön. Wir könnten einen Mine Pass kaufen für 25.000. Aber ich glaube, ich brauche erst eine Mining License dafür oder so. Oder reicht da meine normale Pickaxe-Nummer-Geschichte? Lasst mich doch nochmal bei den Licenses reingucken. Ne. Mining License haben wir. Ich weiß nicht, ob die Stufe reicht. Diese Handling-License, oder? Ich habe halt keine Ahnung, was das macht. Oder gib mir... Ja, komm. Wir kaufen da jetzt mal die erste Stufe von. Landscaping-License kriegen wir. Brick Path. Stone Steps. Cement Path. Cement Steps. Das Ganze mit Palmwood. Und mit Gumwood. Und mit Hardwood. Und dann reicht's auch. Cool. Und was macht die Handling License? Das ist für Haustiere, ne? Bird Coop, okay. Gut, dann haben wir jetzt fast keine Permit Points mehr, aber das ist okay. Ich würde mit dir gerne noch über das Dorf sprechen. Und dann würde ich gerne die Deeds nochmal sehen. Das Bulletin Board, wie viel kostet denn das? 10.000. Wir haben keine Nägel, ne? Aber kriegen wir hin. Ja, Bulletin Board machen wir. Ja, 10.000 Dollar Schulden oder 10.000 Dings Schulden sind okay. Ja, let's do it. Danke. Werd fertig mit Reden. Danke. Dann würde ich gerne die 10.000 Dings Schulden abbezahlen. Sweet. So, dann haben wir hier das Teil. Ah, wobei, lass das mal so machen. Das Ding kann auch in den Stone Grinder. Wie groß ist denn das Bulletin Board? Okay, ist nicht so groß. Das kann eigentlich... Ah, das ist breiter als gedacht. Aber das passt hier voll gut hin. Als hätte ich es dafür gemacht. Ah, da müssen nicht mal Materials rein. Cool. Town Announcement Bulletin Board. New. Our town has no bulletin board. Please feel free to leave any reminders, announcement or requests here for the town to see. Ja. Cool. So, was haben wir hier noch abgeschlossen? Muscheln verkaufen. Traumhaft. Wie wir halt auch einfach... Wie viele sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mal 3 sind 51, wie wir einfach von 53 Tätigkeiten oder von 53 Milestones noch nicht mal die Grundtätigkeit haben. Krass. Das ist halt schon ein bisschen übertrieben. Aber okay, so, wo ist denn Granny hin eigentlich? Und vor allem ist es nach 4 der Shopper zu, oder? Nein, der Shopper noch offen. Okay, das ist nice. Was wollte er haben? Harlequin Butterfly. Nee, habe ich noch nicht, sorry. Der Shopper hat auf jeden Fall länger als bis 4 offen, das ist schon mal nice.
der auch länger als bis 5 offen? Hat jetzt bestimmt bis 18 Uhr offen oder so, ne? Das ist tatsächlich ganz cool. Lass mal kurz halt, bevor wir Stuff wegsortieren. Zack, zack. Blackwood Seed kann weg gleich. Oh, Copper Ore können wir einschmelzen. Oh, Iron Ore. Nice. So. Ne, das einmal insert. Das einmal da rein. So, das darüber. Ah, da können wir direkt noch einen Barren draus machen bei Gelegenheit, ne? Aber ist erstmal nicht so wichtig. Ich würde mal gucken, ob wir den Quartz Crystal in den Stone Crusher packen können. Und ich würde gern Stone in den Stone Crusher packen und gucken, was dabei rumkommt. Crystal können wir da wahrscheinlich nicht reinpacken, ne? Nein. Lass mich raten, kommt da Sand bei rum? Ah, Zement. Cool. Okay. Gut zu wissen, dann kriegen wir da auf jeden Fall Zement her. Das ist doch auch schon mal was. So, Chat sagt gerade schon, jupp bis 18 Uhr. Dann lass doch einfach mal kurz gucken, ob der jetzt aus seiner Bude da rausgestiefelt kommt. Come on. Ja nun. Das, das war genauso geplant. Ich wollte auf gar keinen Fall mit E das Ding lesen und habe es dann aus Versehen abgerissen. Okay, jetzt ist... Ah, in dem Moment kam er zur Tür raus, okay. Oder war vorher schon ins Haus verschwunden. Okay, da ist nichts Neues. Läuft. Ah, das Boot wird sogar auf der Minimap angezeigt. Das sehe ich jetzt erst. Cool. Dann lass doch nochmal die beiden Barren mitnehmen. Und dann sind wir, glaube ich, vorher da einfach gut to go, oder? Wir könnten die Blackwood Seeds noch kurz wegbuddeln. Das ist vielleicht nochmal ein Deal. Lass die mal kurz hier hinpacken. Das ist doch jetzt nicht unglaublich. Manchmal ist Sachen anpflanzen auch nicht so einfach. So. Und zack. Und dann hätte ich gerne noch die Grass Seeds für... Mach da mal Gras hin. Danke. So, okay, das ist jetzt natürlich zum Durchlaufen eher schlecht, aber was haben wir denn eigentlich beim Crafting Table mal noch, was ich nochmal machen wollen würde? Wir können irgendwann, könnten bei Gelegenheit mal den Hammer machen, einfach weil der ist aber langsam. Macht halt doppelt so viel Schaden wie der Speer, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Dafür haben wir im Moment noch zu wenig Zinn, würde ich sagen. Bird Coop brauchen wir im Moment, glaube ich, noch nicht so dringend. Grain Mill. Turn seeds and grains into other things. Oh, kompatibel mit einer Windmühle. Okay, da können wir mal gucken. Das lässt sich vermutlich... Ich weiß nicht, wie viel Old Gears wir haben. Ich hätte es anpinnen sollen, ne? Das ist auch außerdem die falsche Kiste. Ah, wir haben nur 3 Old Gears. Wir brauchen 4, glaube ich, ne? Aber da fällt mir gerade ein. Naja, wir brauchen 4, okay. Wo ist denn. Nee, das ist nicht das Richtige. Ich würde das gerne nicht mehr tracken, danke. Mir geht nach wie vor nichts, ne, okay. Ich würde mit Granny nochmal, wenn ich sie finde. Fletch. Fletch! Möchte vielleicht Geld ausgeben. Wo steckst du? Hier.
Ich würde gerne sprechen. Und zwar. Ich wollte nicht mit dir einfach nur quatschen. Kann ich das jetzt nicht machen? Macht sie das nur zu ihrem Business aus? Okay, willst du ein bisschen abhängen? Okay, willst du nicht? Du kennst mich nicht gut genug dafür. Läuft. There's a really rare butterfly called Birdwing Butterfly. Okay. Ja, gut. Eigentlich wollte ich mit ihr nochmal über mein Haus sprechen, damit wir vielleicht nicht auf Ewigkeiten in einem Zelt pennen. Was liegt denn hier eigentlich? Blackwood Seed, ah. Na dann. Hä? Wie ist denn das Fass dahin gespawnt? Warum ist denn hier überall Grass Seed? Das ist doch furchtbar. So, dann haben wir diesen Blackwood Seed verbunden. Smooth Slate. Okay, und noch ein Old Gear. Dann könnten wir theoretisch die Mühle machen. Das machen wir aber vielleicht nächstes Mal, was ich bis dahin locker vergessen haben werde. Okay, wir haben einen grünen Daumen. Planting 10 Seeds in Red Dirt. Okay. Ich würde sagen, wir sind ganz gut vorwärts gekommen. Finde es ganz nice. Zeit pennen zu gehen. Call it a day. Ja. So langsam, wenn man so aus diesem Startgrind rauskommt, also der Startgrind wird wahrscheinlich in dem Sinne nie ganz weggehen, weil man halt immer irgendwie Geld grinden muss. Aber jetzt, wo sich so langsam so ein bisschen mehr Möglichkeiten auftun, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Das müssen wir uns nur angucken. Und das speichert zwar nicht, aber ich will wissen, wer es ist. Das nehmen wir jetzt noch mit. Außerdem hängt hier was Neues dran, aber das machen wir nächstes Mal. Theodore! Wo sind Simon und Alvin? There are so many amazing creatures and plants on this island. I think it might be worth documenting them all, correct? Oh, okay, ich habe mich schon gefragt, wann hier Museumkram kommt. Ich habe fest damit gerechnet. Okay, Theodore ist unser Museumtyp. Okay, und die Museum-Deed wird wahrscheinlich einfach so 200.000 Dings kosten oder so. Gucken wir mal. About my house übrigens. Was kostet denn eine House-Deed? Okay. Okay, eigenes Haus kostet 95.000. Nein, gerade nicht. Aber ich würde gerne gucken, was das Museum kostet. Gott, wir müssen so Geld grinden, ne? Let's talk about the town. Can I see the deeds? Museum. Okay, 125.000. Okay, das heißt, wir brauchen einfach 220.000, wenn wir das Museum und unser Haus bauen wollen. Das ist eine Menge Geld. Vielleicht sollten wir uns erstmal das Mining-Ding bei John kaufen. Croco Capture Reward. Ne, das machen wir jetzt nicht mehr. Okay, ja, das dialogmäßig werde ich morgen wahrscheinlich nochmal machen müssen. Also zumindest mit dem Museumtypen sprechen. Theodore heißt er. So. Aber wir machen jetzt tatsächlich erstmal Feierabend. Von daher vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.